für die einzelnen Bürger und Bürgerinnen letzten Endes, für die natürlich Gesundheit genauso wie Essen und Bildung ein ganz elementares Grundbedürfnis ist, wird es in Zukunft ganz wesentlich sein, digital versorgt zu werden, auch wenn natürlich vielleicht an vielen Stellen es heute noch schwer vorstellbar ist, weil wir uns in unserer Gesundheitsversorgung gewöhnt haben an bestimmte Abläufe und Prozesse. Sprich, wenn wir jetzt rausgehen und Menschen befragen und wir kriegen vielleicht Antworten, die befremdlich sind, liegt es einfach daran, dass wir es ja noch nicht näher gebracht haben. In dem Augenblick, wo Bürger und Bürgerinnen sehen, wie anders Dinge laufen können, an die sie sich gewöhnt haben, wenn es einfach nur um den Besuch beim Hausarzt geht oder ganz elementare Grundversorgungen. Ich rede noch gar nicht mal unbedingt von schweren Erkrankungen. Wird die Digitalisierung im Gesundheitswesen eine immense Befürwortung in der Bevölkerung erhalten? Da bin ich mir sicher. Ich glaube, viele Bürger und Bürgerinnen schenken auch dem Gesundheitssystem noch relativ viel Vertrauen. Es ist aber etwas, was wir auch verlieren können. Transparenz, und das ist etwas, was über digitale Lösungen viel, viel einfacher darzustellen ist als eben analog. Transparenz hat die Chance, Vertrauen zu schaffen. Und wenn wir Vertrauen schaffen, können wir auch Befürwortung schaffen. Wir können Mehrwerte fassbar machen. Und deswegen sind digitale Ansätze vor allen Dingen eine Möglichkeit, eine Bewegung zu unterstützen, die Patienten, Patientinnen, aber auch Bürger und Bürgerinnen, Schüler und Schülerinnen ganz früh in das Thema Gesundheitsversorgung, die Eigenverantwortung für den Verlauf ihrer Gesundheit während ihres Lebens mitzugestalten und positiv zu beeinflussen. Patients for Digital engagiert sich vor allen Dingen in der Findung der Frage, welche Wege und welche Instrumente es braucht, um genau diese Bürgerbeteiligung zu aktivieren. Weil wir hier von Instrumenten sprechen, die selbst in Branchen, wo das sehr viel üblicher ist, wie zum Beispiel der Umweltschutz, durchaus noch große Hürden gibt. Und hier einen Zusammenschluss von Demokratisierungsbewegungen zu finden, auch einen Weg, Strukturen aufzubrechen, was unseren demokratischen Ansatz angeht, weg von Machtinteressen oder Individualinteressen hin zu der Tatsache, dass Gesundheitsversorgung ein öffentliches Gut ist und deswegen wir auch ganz andere Strukturen brauchen als zum Beispiel den bestehenden gemeinsamen Bundesausschuss, um bestimmte Dinge zu entscheiden. Das muss verstanden werden und dafür müssen Strukturen oder Wege, Ideen, Ansätze gefunden werden und das ist eine Expedition, das ist eine Findung und ich hoffe sehr bald auch ein Ausprobieren, weil etwas, was uns ganz besonders wichtig ist, ist genau den Schulterschluss zu finden, den man vielleicht erstmal gar nicht so antizipiert, nämlich den mit Schulen. Und zwar nicht im Sinne von, wir unterrichten jetzt mal als weiteres Fach auch Gesundheit, sondern indem wir einen Schulterschluss finden mit Bildungsinitiativen, die Schülern und Schülerinnen und jungen Studenten das Empowerment geben, Gesundheitspolitik mitzugestalten. Ja, das Hervorragende ist ja, dass es genau diese Generation ist, die multipliziert. Ich gehöre noch zu der Generation, die sich mit viel Würgen dem Lernen neuer Fähigkeiten im Internet bewegt und auf Social Media hier und da. Und das habe ich stark reduziert. Also ich bin kein Digital Native. Es ist doch genau die Generation, die, manche sehen das negativ, manche sehen das positiv, sich dort wie natürlich bewegt. Und in dem Augenblick, wo wir die auch bei diesen Themen mitnehmen, brauchen wir keine großen Marketingabteilungen mehr. Wir müssen nur die entsprechenden Multiplizierer finden, mitnehmen, ihnen anbieten, etwas zu erleben, was sie dann teilen. Das Ganze nennen wir dann Gesundheitsbotschafterinnen.